frage mich, woher diese Statue weiß, dass wir dieses Wappen jetzt genommen haben, sodass es sich zurückdrehen kann. Nur so ein Gedanke. Ich möchte auch gerne noch in diesen Raum, aber ich brauche dafür mehr Munition. I need mehr Munition. Ganz wichtig. Gewicht oder Druckplatte. Ja, das könnte natürlich sein. So, hier haben wir den Rüstungsschlüssel schon mal benutzt. Uah! Scheiße. Warum lebst denn du wieder? Hey, der Witzka. So, folgendes. Das Windwappen packen wir mit nach dort. Kräuterli wechseln wir mal gegen die Munition. Schlüssel brauchen wir unbedingt noch. Ich glaube, ich packe noch einen von den Kräutern weg. Entschuldigung. Der Schildschlüssel. Wofür brauchen wir den Schildschlüssel nochmal? So, drei Plätze. Das sollte erstmal reichen. Das sollte erstmal reichen. Der Schildschlüssel. So, komm mal. Bye. War hier drin? Ich weiß es alles nicht mehr. Also die einzelnen Räume weiß ich leider nicht mehr so genau, was da so war. Okay, kein Zombie. Das ist gut. Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten Sie dies benutzen? Dumm Geschosse? Ich verstehe es halt immer noch nicht. Also für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Der Dietrich wird aus unerfindlichen Gründen hier mit Dumm-Dumm-Geschosse übersetzt. Kann mir das jemand erklären, warum das so ist? Wir haben dies gerade benutzt. Dumm-Dumm-Geschosse. Schrotflinten-Muni. 14 Schuss. Das brauchen wir nicht mehr. Das hat sich erledigt. Ein defektes Gewehr, das hätten wir vor geraumer Zeit verwenden können. Aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Ein Magazin! Sehr schön. Das sieht jetzt so aus, als hätten wir voll viele Schuss übrig, aber die gehen so schnell weg. Die gehen so schnell weg. Es ist erschreckend. Es ist erschreckend. So, jetzt wollte ich einmal fix hier rein. Sie haben dies benutzt. Dumm-Dumm-Geschosse. Klieps. Hallo. Nichts Besonderes. Und noch ein Magazin. Ah, ich hätte besser Dingens mitgenommen. Oh, okay. Brauchte ich nicht. Alles cool. Easy peasy. So, hier. Yeah. Tagebuch des Wärters. Das zum Beispiel ist interessant. Das würde ich gerne vorlesen. 9. Mai 1998. Heute Nacht haben wir Poker gespielt mit dem Wachmann Scott sowie Elias und Steve vom Forscherteam. Steve hatte großes Glück, aber ich glaube, er hat gemogelt. Was für ein Mistkerl. 10. Mai 1998. Heute hat mich ein hochrangiger Wissenschaftler gebeten, auf ein paar neue Ungeheuer aufzupassen. Sie sehen aus wie Gorilla, die keine Haut haben. Man hat mir aufgetragen, sie mit lebendem Futter zu versorgen. Als ich ein Schwein hineinwarf, fingen sie an, damit zu spielen.
rissen dem Schwein dann die Beine ab und zogen seine Gedärme heraus, bevor sie es dann endlich fraßen. 11. Mai 1998. Gegen 5 Uhr heute Morgen kam Scott herein und weckte mich abrupt auf. Er trug einen Schutzanzug, der wie ein Raumanzug aussah. Er forderte mich auf, ebenfalls einen anzuziehen. Ich erfuhr, dass es im Keller des Labors einen Zwischenfall gegeben habe. Das hat mich nicht weiter erstaunt, denn diese Gelehrten ruhen sich nie aus, nicht mal bei Nacht. 12. Mai 1998. Seit gestern trage ich jetzt schon den lästigen Schutzanzug. Meine Haut wird runzelig und juckt ganz fürchterlich. Als eine Art Rache habe ich heute die Hunde nicht gefüttert. Jetzt fühle ich mich besser. 13. Mai 1998. Ich bin heute zur medizinischen Versorgung gegangen, weil mein Rücken völlig geschwollen war und schrecklich juckte. Sie haben einen großen Verband um meinen Rücken gewickelt und der Doktor sagte mir, ich müsste den Schutzanzug nicht länger tragen. Ich vermute, heute Nacht kann ich gut schlafen. 14. Mai 1998. Als ich heute Morgen aufwachte, fand ich eine Blase an meinem Fuß. Sie war sehr schmerzhaft. Als ich zum Hundezwinger ging, konnte ich schließlich nur noch den Fuß hinter mir herziehen. Die Biester sind seit dem Morgen ruhig. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich stellte fest, dass einige von ihnen abgehauen waren. Wahrscheinlich bekomme ich mächtig Ärger, wenn meine Vorgesetzten das herauskriegen. 15. Mai 1998. Obwohl ich mich nicht wohl fühlte, hatte ich mich entschlossen, Nancy mal wieder zu besuchen. Seit langer Zeit hatte ich heute das erste Mal wieder einen freien Tag. Ich wurde allerdings auf dem Weg nach draußen von der Wache angehalten. Sie behaupten, die Firma hätte angeordnet, dass niemand das Gelände verlassen darf. Ich darf nicht mal mehr telefonieren. Was für ein Spiel wird hier eigentlich gespielt? 16. Mai 1998. Ich hörte, dass einer der Wissenschaftler, der versucht hatte, aus dem Anwesen zu entkommen, in der letzten Nacht erschossen wurde. Mein ganzer Körper hat heute Nacht gebrannt und gejuckt. Als ich an der geschwollenen Stelle an meinem Arm gekratzt habe, fiel ein Klumpen verfaultes Fleisch ab. Was zur Hölle passiert mit mir? 19. Mai 1998. Fieber weg, aber jucken. Hungrig und Hundefutter gegessen. Kratzen, kratzen, Scott gekommen. Gesicht hässlich, darum getötet. Lecker. 2. Jucken, lecker. Nun. Ja. Läuft. Beim Wärter. Ich glaube, das war er jetzt hier. Der Typ ist hier, den wir gerade erledigt haben. Ich glaube, das war er. Bäh. Eklig. Und wir bekommen noch mehr Munition! Hurra! So, hier ist sonst nichts mehr, ne? Hallo? Ich frag mich sowieso, warum steht er denn im Schrank und macht die Türen zu? Ganz mysteriöse Geschichte. Naja. C'est la vie, I guess. So, dann haben wir das abgefrühstückt. Ich muss mal gerade die Karte checken. Oh, wir haben noch so viele Schlüssel. Also das ist von innen verschlossen. Da kommen wir nicht lang. Rüstungsschlüssel. Damit kommen wir, glaube ich, nach draußen. Was mit der Tür da? Kommen wir da auch rein? Wir klappern erstmal hier unten wieder alles ab. Pass auf. Wichtig. Also dadurch kommen wir nicht. Wir kommen erstmal hier lang. Nase juckt. Nase juckt! So, das haben wir. Brauchten wir für die Tür hier hinten auch den Rüstungsschlüssel? Ich frage für einen Freund. Ja. Perfekt. Perfetto. Hallo.
Aber wenigstens ist es hier schön hell. Oh, ein Magazin. Nice. Sehr schön. Und sonst noch was? Ah! Er ist tot. He dead! Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten Sie dies benutzen? Dumm-Dumm-Geschosse! Wundervoll. Ich liebe Dumm-Dumm-Geschosse. Nice. Nehmen wir. Das werden wir alles noch verbrauchen, glaub mal. Hallo. So treffe ich ihn nicht, ne? Sauerei. Ah! Ich wollte doch vorbeirennen! Arschloch. Was ist das da? Ein Farbband. Warte, das weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt brauche. Beziehungsweise, ob ich das will. Oh. Herrgott, ich habe mich vor meinem Spiegelbild erschrocken. Okay, wir sind auch okay. Können wir mal bitte wieder ein bisschen Musik haben hier, ey? Ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, dass es so still hier überall war. Sie haben keinen Schlüssel für die... Ah, das ist der Special-Schlüssel, den man freispielen kann. Da ist der Umkleideraum. Outfits und so. Mhm. Okay. Okay. Gut, dann haben wir das abgeklappert. Sehr schön. Dann, lass mich kurz gucken. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch noch nicht rein. Wir hätten noch den Außenbereich. Die Tür und dann das. Da kommen wir aber auch noch nicht weiter. Ich glaube, wir müssen nach oben. Let me see. Wir müssen nach oben. Ja. Und wir brauchen... eine Truhe. Wär nice, damit wir mal die Kräuter nochmal irgendwie ein bisschen ablegen können. Warte mal. Wo ging's denn hier am schnellsten jetzt zur Truhe? War es hier? Tag. Sehr schön. Rüstungsschlüssel benutzt. Da gehen wir später rein. Rüstungsschlüssel benutzt. Nein, da wollte ich noch nicht rein. Wollt ihr noch nicht rein? Warte, machen wir gleich alles. Ich brauch erst ein bisschen Platz. Ich brauche erst ein bisschen Platz. Was hier? Nee. Ich glaube, wir konnten direkt hier durch, ne? Oh Gott, ich weiß es doch nicht. Ah, ich weiß es doch nicht. Genau. Hier können wir runter. Und da läuft's. Hallo. Also ich finde, ihr könnt ruhig die Safe-Raum-Musik spielen.
Das können wir bestimmt wieder nicht stacken, ne? Warte mal, wo ist denn? Haben wir noch keine Patronen hier drin? Warte, wir haben noch keine Patronen hier drin? Schrotflinte? Das ist interessant, okay. Ja, dann. Dann ist ja alles bestens. So, okay, jetzt klappern wir die zwei Räume da oben. Und ich möchte gleich meine winzig kleine Pipi-Pause machen. Das wär ganz liebenswürdig. So, war hier auch noch was? War hier auch Rüstungsschlüssel? Oh, hier war auch der Rüstungsschlüssel. Wie viel der Rüstungsschlüssel hier benötigt wird, ne? Irre. Hallo. Hallo, Hirsch. Tag. Nee? Okay, da sind diverse Insekten. Okay. Ja. Warte kurz. Ja. Es sieht aus, als hätte hier schon mal jemand gesucht. Das scheint ein Schalter zu sein. Möchten Sie draufdrücken? Ja. Ich frage mich, wenn da jemand schon gesucht hat, warum hat er denn nicht das Wasser schon abgelassen? Nur so eine Frage. Mal hier. Mal hier. Oh, Vermächtnis des Forschers. Nein. Nice. Meine liebe Alma, die Tatsache, dass du diesen Brief erhalten hast, bedeutet für mich Freude und Trauer gleichermaßen. Ich konnte mit dir nicht einmal reden wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Ich glaube, ich habe dir bereits erzählt, dass ich einen Job im Labor einer pharmazeutischen Firma angenommen habe. Sie haben mich abgeworben. Im letzten Monat gab es im Labor einen Unfall und der Virus, den wir gerade untersuchten, konnte uns entweichen. Alle meine Kollegen, die mit dem Virus infiziert wurden, sind jetzt tot. Um es richtig auszudrücken, aus ihnen wurden lebende Tote. Sie wandern immer noch umherum. Einige von ihnen klopfen gerade jetzt ganz verzweifelt an meine Zimmertür. Doch in ihren Augen ist kein Zeichen von Intelligenz mehr zu erkennen. Dieser verfluchte Virus saugt jegliche Menschlichkeit aus unseren Gehirnen. Liebe, Spaß, Trauer, Angst, Humor, für immer und ewig. Und Alma, selbst die Erinnerungen an die Tage, die ich mit dir verbrachte, habe... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber ich konnte das Fortschreiten nur um wenige Tage verzögern. Und diese Komma- und Punktsetzung, die so irgendwie falsch ist, das irritiert mich total. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ich im Laufe der Zeit mehr und mehr von dir vergesse. Deshalb habe ich einen friedlichen Tod gewählt, anstatt dass ich zum lebenden Toten werde. In nur einer Stunde werde ich meinen ewigen Schlaf antreten. Ich hoffe inständig, dass du meine Entscheidung verstehen kannst. Leb wohl und für immer dein Martin Crackhorn. Dö. Der Typ mit Sonnenbrille. Sehr, sehr mysteriös, oder? Ich lese Rechtschreibschwäche, merke ich das. Ja, okay, da ist das wahrscheinlich sowieso alles Kauderwelsch, was da steht. Guck mal. Was haben wir denn da? Oh, geil! Sprengmunition! Nice. Hast du was? Nein? Schade. Okay. Ah, cool. Munition ist immer gut. Die werden wir alle brauchen.
gerade, ich werde die alle brauchen. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Nice. Hallo. Ein Feuerzeug. Nice. Komm mal da. Komm mal. Oh, da ist noch ein rotes Kraut. Nice. Ah, hier in der Ecke ist auch noch was. Ein Magazin. Nice. Perfekt. Nehmen wir mit. Was so was? Hier auch noch was? Nein, kein Magazin? Das ist schade. Das sind aber komische Betten, die die haben, ne? Sehen ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. Rote Kräuter! So, die können wir direkt mischen. Mission Impossible. Wundervoll. Und jetzt, da wir das Feuerzeug haben, können wir da mal in den einen Raum hinten gehen, wo wir nicht weiterkamen, wo der Kamin ist. Nein, nicht hier. Hier draußen. Und dann holen wir uns die Karte von diesem Geschoss. Perfekt. So, hier. Folgendes. Auf mysteriöse Art und Weise kommt auf einmal die Karte zum Vorschein. Das ist eine Karte der zweiten Etage. Möchten Sie sie mitnehmen? Yes. Können wir mal einen Blick drauf werfen? Boah, uns fehlen da noch tatsächlich einige Räume, ne? Uiuiui. Mein lieber Scholli, da haben wir noch einiges zu tun. Noch einiges abzuklappern. So, jetzt haben wir das. Sehr schön. Machen wir den Raum mit der grünen Tür, wo ich eben versehentlich einmal reingegangen bin. Auch ganz wichtig. Da war in die Richtung. So, jetzt, ne? Großes Rätsel. Ist natürlich sehr, sehr ominös. Hier ist ein Schalter in der Mitte. Hier stehen so zwei Statuen rum und da sind komische Löcher im Boden. Was könnte man da wohl machen? Weiß ich nicht. Schwierig. Da ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Aber natürlich! Gut, dass du das weißt. Ja, ich bin halt schlau. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würde sich dieser Raum jetzt mit Gas füllen, welches uns tötet. Und dieses Ding hier hätte sich nicht geöffnet, wo wir jetzt das Sonnenwappen rausbekommen. Perfekt. Das ist jetzt eins von den weniger schwierigen Rätseln. Ich glaube, das kriegt man, glaube ich, sehr leicht von selber raus, dass man das machen muss. So, hier waren wir auch noch nicht. Schauen wir mal. Hallo. Hier gibt's Kräuterli. Müssen wir später noch mitnehmen. Richard, what happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch!
You're wounded. Ach was? What kind of demon attacked you? It was a huge snake. And also poisonous. Ugh. Poisonous? Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Okay, dann war eine Special Mission. Wir müssen in diesen Raum. Dafür müssen wir in den anderen Flügel. Immerhin. Das Schöne ist, dass wir hier kein Zeitlimit haben. Wir können uns also im Grunde genommen so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Denn Achtung, Spoiler, er stirbt sowieso. Auf dieser Etage hier, ne? Also auf der unteren Etage, meine ich. Ach, die schönen alten Ladesequenzen. Großartig. Ich lieb's. So, dann holen wir mal ein bisschen Serum. Bei der Gelegenheit können wir uns dann direkt umrüsten, umpacken und Dinge machen. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier richtig. Das war doch hier, ne? Oder? Wenn wir jetzt dann gleich da im... Hey. Im Safe-and-Safe-Raum sind, mache ich mal ganz kurz eine winzig kleine Pipi-Pause. Ganz kurze kleine Pipi-Pause. So, folgendes. Wir gehen als erstes jetzt mal hier an die Truhe. Also das Wappen packen wir mal zu den anderen Wappen. Das Feuerzeug brauchen wir gleich noch. Lass mich kurz überlegen. Wir könnten mal die Bazooka mitnehmen. Oder, nein, wir nehmen lieber die Schrotflinte mit. Warte mal. Braucht, glaube ich, einen Platz für das Serum, ne? Ja, definitiv. Ich glaube, da ist auch ein Zombie. Ah, Gott. So, also wir machen ganz kurz mal hier jetzt an der Stelle eine winzig kleine Pipi-Pause. Ich bin in 2 Minuten wieder da, nicht weglaufen.